Test 1, 2, wir rufen jetzt an. Ja, wer ist es denn? Hallo mal wieder. Weltbild steht mal wieder auf dem Programm. Neulich wurde ich gefragt, warum ich denn an dieses flache Erde-Ding da so glaube. Also richtig flach ist es ja bei mir nimmer, das wackelt und vibriert auch hin und her, aber wie ich dazu gekommen bin und welche Punkte mich da an dem Thema drangelassen haben, das interessiert euch vielleicht mal so jetzt im Überblick. Vielleicht, wenn nicht, dann wegschalten. Irgendwie ging es 2008 los, im Oktober, ne, da war ich gerade in Berlin im Siemenswerk. Und habe mir da so als Hörbuchreihe für meine Fahrten da hin und her die Offenbarung 23 angehört. Von dem Jan Gaspar war das irgendwie gewesen. Und eine Folge davon, da ging es um die Mondlandung, dass die Mondlandung gefaked ist. Ja, da habe ich das erste Mal so richtig was davon gehört, dass es da eine Verschwörungstheorie drüber gibt, dass die Mondlandung nicht so gewesen sein soll, wie sie war. Ja, dann bin ich rumgereist, ne, durch die ganzen Kernkraftwerke, an allen möglichen Orten, hier vom Jesus und der Maria oder vom Odin und Thor oder vom Thor und Ymir oder keine Ahnung, kriegen wir alles noch raus. Ich kann jetzt noch so lapidar drüber schwätzen, weil ich nicht viel drüber weiß. Das ändert sich in Zukunft vielleicht, mal schauen, da kann ich vielleicht nur noch so ganz so blöde lachen nebenbei. Aber bisher geht's halt und irgendwann bin ich dann am Fuß von dem Jesus gelandet in München und da gab es einen Vortrag von Matthias Fritz. Da habe ich den Matthias Fritz das erste Mal kennengelernt und bei dem Vortrag war auch ein alter Mann mit Cowboyhut dabei und langen, grauen, lockigen Haaren. Der hat mir auch so ein paar Sachen von der Mondlandung erklärt, so ein paar Details, wie gewisse Filmaufnahmen gemacht worden sind und wenn es mich interessiert, dass ich mir die Originalfilmaufnahmen mal runterladen, da mal im Detail drauf gucke. Ne? Naja gut, aber der Matthias Fritz kam ja dann mit seinen Wellenscheiben an, die er so nebenläufig auch mit der Erde verglich. Das ist die Weltallbewegung. Ist mir damals aber auch noch nicht so richtig aufgefallen. Ja, so jetzt im Nachhinein wissen wir ja, also denke ich mal zumindest, dass wir es wissen, dass die Konstruktionen da vom Fritz funktionieren. Zumindest scheint es einen Rolf Kranen zu geben aus dem Emsland, der auf einer ähnlichen Basis eine wohl funktionierende Maschine gebaut hat. Durch Drehung, da das Fluid so hin und her wirbeln lässt, wie wir es uns auch hier auf so einer Erdoberfläche gleicher Form vorstellen könnten. Und in der Mitte dessen setzt er einfach Peltier-Elemente ein und tut die Temperaturunterschiede zwischen warm und kalt einfach abgreifen und die als elektrischen Strom rausleiten. Finde ich eine ziemlich geniale Variante. Und vielleicht bekommt es ja jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit durch das Video hier, weil bisher, naja, das mit dem Rolf Kranen kam aber erst viel, viel später, irgendwann 2012 oder 2013, ja, also zum Fritz Watzel seiner Zeit 2010, wo ich ihn das mal getroffen habe, wusste ich da noch nichts davon. Und dann ging es im Internet los mit diesem flache Erde-Hype. Ja, und als einer der ersten war dann der Herr Friedmann. Told my wife, honey, I've accidentally discovered the world is flat. Weiter ging es mit dem Buzz Aldrin, der da einem Reporter wirklich ins Gesicht geschlagen hat, nachdem der ihn so lange gelöchert hat mit der Frage, ob er wirklich auf dem Mond gewesen ist. But without space. Ein anderer bekannter Astronaut hat den Reporter aus seinem Zimmer geschmissen, als er auf die Bibel schwören sollte, dass er auf dem Mond gewesen ist.
Und da bin ich dann schon ziemlich skeptisch geworden, ne? Als ich diese aggressiven Gesichtsausdrücke da live von diesen Videoaufnahmen gesehen habe, da kann man ja schon so ein bisschen kann man ja schon unterscheiden, ob das World Wrestling Federation gefaked ist oder ob das wirklich echte Emotionen sind. Ne? Und wenn es geschauspielert war, dann war es verdammt gut geschauspielert. Aber vielleicht war es gar nicht geschauspielert. Naja, dann wollte ich mal selbst auf die Suche gehen. Ne? Da hat es mich praktisch gepackt. Und dann wollte ich selbst dahinter kommen. Ne? Mir selbst die Beweiskette im Kopf zusammenreimen, was jetzt wahrscheinlicher ist. Ne? So, als erstes bin ich da über die Fliehkraft vom Äquator gestolpert. Ja, wenn man ja sich am Äquator befindet und da 100 Kilogramm wiegt, müsste man 100 Gramm leichter sein, als wenn man sich am Nordpol befindet. Das ist bis jetzt nie so richtig gedebunkt worden. Das wäre ein Punkt für die flache Erde, ein Fail für die Kugelerde. Als nächstes ging mir der Sternenhimmel durch den Kopf. Ja, ich meine, man kann sich diese ganzen über angeblich 200 Beweise für die flache Erde reinziehen und man merkt, hey, scheiße, die ganzen 200 Beweise kannst du eigentlich knicken. Ja, weil die kannst du sowohl als auch nehmen, wenn man sie genau betrachtet. Ja, aber es gibt einige kleine Sachen, über die ich gestolpert bin, da kam ich nicht so leicht drüber weg. Das konnte mir niemand so richtig erklären. So, ein großer Pluspunkt für die Kugelerde ist natürlich der Sternenhimmel auf der Südhalbkugel, in Anführungszeichen. Das hat jetzt wieder eine Dokumentation relativiert, die ich euch leider jetzt nicht zeigen kann. Wenn sie irgendjemand findet, diesen Ausschnitt, das war eine längere Doku von, ich weiß nicht von wem, aber irgendwas Amerikanisches, glaube ich, war es gewesen. Und da ist eine schöne Animation gezeigt worden von einer, hier haben wir doch eine, von so einer Kuppel, und wenn man es hier irgendwo am Äquator steht, dann spiegelt sich das, was hier in der Mitte ist, hier außen verzerrt wieder. Also das verzerrt es dann immer mehr, je mal man nach außen kommt, und es wird ja sogar offiziell bestätigt, dass es sowas wie einen Südpolarstern gibt, der ganz leicht zu sehen ist. Dementsprechend wäre das dann die Spiegelung vom Nordstern. Und die anderen Sterne würden angeblich dann auch den Sternbildern auf der Nordhalbkugel entsprechen, aber sie sind verzerrte Spiegelungen dessen, was durch die Drehung dann auch noch irgendwie verschoben wird. Also da bin ich nicht so richtig dahinter gestiegen, aber da würde ich sagen, also das Osterei mit dem Sternenhimmel an der Südhalbkugel in Anführungszeichen müsste man noch selber finden. Ich habe es gesehen, für mich selber hat es gereicht, um weiter zu denken, um weiterzumachen. Und ja, dann bin ich als nächstes über den Rolf Kepler irgendwie gestoßen und seine Internetseite, wo es um die Erdkrümmungsvermessung geht. Und da kam dann mit einem Experiment von einem gewissen Herrn Morrow an, der da mit exakt rechtwinkligen Stahlstreben dem Strand entlang gegangen ist und da sogar eine konkave Erdkrümmung entdeckt hat, anstatt eine konvexe. Ja, dann hat es auch gar nicht lange gedauert, konnte ich das selbst mal überprüfen, an einer komplett planen Fläche sozusagen, von unserem Planet. Und da hat es mich nach Dänemark gezogen, da konnte ich in Dänemark diese Aufnahmen machen von ungefähr so 40 cm Höhe von einem Stein. Und habe ein Schiff in der Entfernung rangezoomt und habe dann hinter dem Schiff den Horizont entdeckt, der eigentlich da meiner Überlegung nach nicht sein dürfte. Eigentlich hätte sich das Schiff so ziemlich exakt auf dem Horizont befinden müssen und nicht so weit, ne, so dass man es im Video sehen kann, so weit davor oder darunter. Ja, das hat für mich dann erstmal schon fast gereicht, aber es gab trotzdem immer wieder Punkte, wo Argumente kamen, ja Mensch, das kann doch so nicht sein. Ein ganz großer Punkt dabei ist das mit der Gravitation. Ja, dieses magische Ding, was erst messbar ist, wenn du Körper hast, die größer als 150 Kilometer im Durchmesser sind.
So habe ich jedenfalls gelesen. Keine Ahnung, was es da noch für Argumente gibt, wie man es angeblich messen kann und was es für Beweise dafür gibt. Aber erstmal, ich muss mit dem Kurt Binder weitermachen, genau, weil der war dann eigentlich der Missing Link zu dem Ganzen. Ne? Kurt Binder ist ein Künstler aus dem Schwarzwald, der macht auch Besuchstouren durch sein Haus, ne? Könnt ihr buchen oder ihn mal anrufen, ne? Er freut sich immer über Besuch, denke ich. Und er klüpft die ganze Zeit auf der Trägheit rum. Der Trägheit, wieder kurzzeitige Superträgheit. Wie ein Wilder, ne? Also wenn man ihn nicht wirklich kennt, denkt man, ach du meine Güte, was ist denn das für einer? Aber wenn man ihn kennt, also ich habe ihn auch nur mal ein paar Tage live persönlich erleben können, aber dann denkt man da schon länger drüber nach, was den so dran hält, ne? Warum der sich da so drüber Gedanken macht und ja, seine ganze Energie dahin geht sozusagen. Und wie gesagt, der redet die ganze Zeit von Trägheit oder Superträgheit als Gravitationserklärung. Und da schoss mir dann das Hexen-Einmal-Eins von den Buchstaben durch den Kopf. Danke Mario Prass. Und da kann man ja mal das Wort Gravity hernehmen und das Wort Trägheit. Und das kann man ein bisschen durcheinander mixen. Und dann ist das ziemlich ähnlich. Dann kann man das ziemlich ähnlich gestalten, wo die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich gering ist, finde ich, dass das mit allen möglichen Wörtern geht. Ja, also könnte, wenn es keine Gravitation gibt, muss uns ja trotzdem irgendwas hier runterdrücken. Das muss ja trotzdem irgendwie, muss der Newton mit seinem Affe ja trotzdem noch recht haben. Von daher muss ja irgendeine andere Erklärung dafür da sein. Und solange es für die Gravitation keine andere Erklärung gab, als diese Gravitation, kann man auch schlecht für die flache Erde oder das flache Erdemodell oder überhaupt für ein anderes Erdmodell als dieses Kugel-Erdemodell argumentieren. Jo, und das hat lang gedauert, ehe das gelöst worden ist. ja, das ist eigentlich das Letzte, was gelöst worden ist. Und zwar habe ich da vor einem Monat einen Post gefunden, wo ein Experiment vom Zaram-Fallturm in Bremen gezeigt wurde. Und da sind verschiedene Elemente, ne, Beryllium, Lithium, Barium und hast du nicht gesehen, also praktisch 110 Meter in diesem Fallturm fallen gelassen wurden im Vakuum. Und nach unserer bisherigen Gravitationstheorie-Methode müssten sich ja alle Elemente im Vakuum gleich schnell im Fall bewegen, oder? Ja, müssten, wenn das passt. Aber hier hat es das nicht getan. Ist 2004 passiert. Irgendwie habe ich dann so noch gelesen, munkeln lesen, dass das danach so ein bisschen, was heißt nicht geheim gehalten war, aber es ist eine große Glocke gehangen worden. Und das soll angeblich schon 2004 passiert sein. Ne? Danke nochmal an Thorsten Müller. Ne? YouTube-Kanal Thorsten Müller hat es hochgeladen. Dieses Experiment im Jahr 2013. Und ja, hat ein Thorsten das alles wieder beendet. Finde ich cool, finde ich toll. Aber ganz zu Ende ist es noch nicht, weil ein Ding ist da nämlich immer noch. Und mal gucken, wie lange es da dauert, ehe wir da dahinter kommen, bis dieses Rätsel dann komplett gelöst ist. Weil dann sind alle Klarheiten beseitigt. Und zwar geht es um unseren lieben Sonnenuntergang. Vor allem den Sonnenuntergang am Meer, wo die Sonne richtig im Meer versinkt. Hier habe ich mitgekriegt, da streitet sich die Welt noch um Löcher, da gibt es richtige Wut, richtige Hasstriaden werden da von Flacherdlern zu Globis hin und her geworfen, wenn es darum geht. Viele bekanntere YouTube-Fernsehsender fangen damit gleich an, um die flache Erde zu debunken, dass man ja nur mal einen Sonnenuntergang am Meer beobachten muss. Aber wer weiß.
Erstens habe ich mehrere Sonnenuntergänge gefunden. Live habe ich noch nie einen filmen können. So schlau war ich da nicht, wo ich in Dänemark war, um mal den Sonnenuntergang dort zu filmen. Das kam mir damals nicht in den Sinn. Und mir ist aufgefallen, es scheint verschiedene Sonnenuntergänge am Meer zu geben. Es scheint einmal die Sonnenuntergänge im Meer zu geben, wo sich die Sonne vom Durchmesser her kaum verändert und so groß, wie sie gerade war, da wirklich bup, unten einsinkt. Und dann scheint es einmal die Sonnenuntergänge zu geben, diese berühmten Flacherde-Sonnenuntergänge, die dann in der Ferne verschwinden und der Punkt immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Wie kann sowas denn sein? Habe ich mir gefragt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich tue jetzt vielleicht so, als ob ich hier voll schon rausgefunden habe, aber so ist es nicht, ich brauche wirklich eure Hilfe. Aber einen guten Hinweis dabei hat mir das Video vom Achim gegeben, was er bei sich auf Arbeit gedreht hat. Und zwar hat er ein Meter langes Stück Stahlrohr, was kälter ist als die Umgebungstemperatur, also viel kälter, so wie ich das mitgekriegt habe. Und wenn man das entlang filmt, wie wenn man jetzt übers kalte Meer hinweg filmt, dann verhalten sich die Dinge, die da am Ende sind, ein bisschen komisch. Guckt mal hier genau hin. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, aber so müsste da eigentlich ein Effekt zu erkennen sein. Ransuche. Ja, doch, da sieht man es. Wunderbar. Also das Rohr ist, wie gesagt, wirklich arschkalt, sage ich jetzt mal. Und ja, das wiegt jetzt circa eine Tonne, das Röhrchen. Circa 10 Meter lang. Und ja, man hat den Effekt gesehen. Jetzt eigentlich mit den Argumenten, die mich nach wie vor an dem Thema dranhalten. Und vielleicht jetzt hier zum Abschluss nochmal von den Leuten von Übersee um Martin Kenny herum, die haben eine schöne Animation gemacht, die könnte noch ein bisschen super gemacht auf alle Fälle, also wenn es denn so in Wirklichkeit ist, aber ist auf alle Fälle im Kunststück hoch 3. Man könnte jetzt vielleicht noch hier und da einen kleinen Wirbel mit einbasteln, um so die Dynamik noch etwas verständlicher zu machen, aber das wollen wir ja in Zukunft auch noch ein bisschen was zu tun haben. Und vielleicht freuen die sich auch nochmal über neue Tipps, wenn sie denn von alten Europa was annehmen. Von Amerika scheint ja das ganze flache Erde-Zeugs irgendwie mainstreammäßig zu kommen. Die scheinen etwas früher aufgewacht zu sein als wir hier. Aber naja, wenn wir erst solche Argumente brauchen und unseren Matzels-Fritz nicht hätten, naja, alles klar. In dem Sinne, bis später.